Mythen, Unwissen und Gesetzesirrtümer. Richter Holt räumt damit auf. Sie hat Feierabend und gleich geht es weiter zum Zweitjob an der Theke. Frau Wiesen, Sie im Dirndl? Sind Sie noch irgendwo eingeladen? Nee, ich bin nicht eingeladen. Ich gehe zu meinem Nebenjob. Ich kellne am Restaurant, das erste Mal heute. Wie kellnern? Was für ein Nebenjob? Davon weiß ich ja gar nichts. Tut mir leid, aber das erlaube ich Ihnen nicht. Ja, Sie arbeiten bei mir in der Firma und damit basta. Wie jetzt? Ich muss mir doch meinen Nebenjob nicht von meinem Arbeitgeber genehmigen lassen. Oder? Weil es natürlich sein kann, dass sich, wenn der natürlich lang dauert, der Nebenjob, dass man dann beeinträchtigt wird, dass man nicht zum Schlafen kommt und so weiter. Es kommt darauf an, was man verdient dann, denke ich. Das habe ich schon mal gelesen. Also ich glaube, ich muss mir das genehmigen lassen. Muss ich mir von meinem Arbeitgeber einen Nebenjob genehmigen lassen? Generell spricht nichts dagegen, dass Arbeitnehmer einen Nebenjob ausüben. Grundsätzlich brauchen sie dafür auch keine Genehmigung, denn sie schulden dem Arbeitgeber nicht ihre ganze Arbeitskraft rund um die Uhr. Nur die Nebentätigkeiten, die die Interessen des Arbeitgebers beeinträchtigen könnten, müssen sie ungefragt anzeigen. Enthält ihr Arbeitsvertrag eine Klausel, dass Nebentätigkeiten nur mit Zustimmung des Arbeitgebers ausgeübt werden dürfen, dann müssen sie natürlich eine Genehmigung einholen. Die kann der Arbeitgeber im Grunde aber nur aus zwei Gründen verwehren. Erstens, wenn sie ihm mit dem Nebenjob Konkurrenz machen würden. Und zweitens, wenn durch die Nebentätigkeit ihre Hauptbeschäftigung leiden würde, zum Beispiel, weil sie dann einfach überlastet wären. Selbst wenn ihr Arbeitsvertrag eine Klausel enthält, die jede Nebentätigkeit untersagt, dann bezieht sich das nur auf solche Nebentätigkeiten, an deren Unterlassung der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse hat. Alle Jobs zusammen dürfen auch nicht die Höchstarbeitszeit von 48 Stunden pro Woche überschreiten. Immerhin arbeitet sie jetzt wenigstens im Urlaub als Kellnerin. Davon hat der Chef keine Ahnung. Ach, hallo Herr Gerstner, schön, dass Sie da sind. Was machen Sie denn hier? Sie haben doch schon seit einer Woche Urlaub. Ja, schon, aber ich arbeite halt auch während meines Urlaubs. Ich brauche gerade das Geld dringend. Ja, aber dann müssen Sie mich doch fragen. Ich habe Ihnen extra Urlaub gegeben, dass Sie sich erholen können und nicht, damit Sie hier weiterarbeiten. Ja, und wenn Sie dann wieder bei mir anfangen zu arbeiten, sind Sie total erschöpft und krank und fallen mir aus. Nee, das schaffe ich schon. Nein, das schaffen Sie nicht. Ich verbiete Ihnen, hier weiterzuarbeiten. Und morgen bleiben Sie bitte schön zu Hause. Sonst muss ich Ihnen leider kündigen. Bitte, Sie können mir doch nicht verbieten, während meines Urlaubs einen Nebenjob anzunehmen. Oder? Ja gut, wenn er nichts dagegen hätte, schon. Aber eigentlich soll der Urlaub Urlaub sein. Ich denke nicht, weil es wäre dann falsch mit dem Finanzamt und mit den Steuern. Da kann ich doch nicht irgendwo eine andere... Also ich könnte mir das nicht vorstellen. Darf ich als Arbeitnehmer während meines Urlaubs einen Nebenjob annehmen? Urlaub im arbeitsrechtlichen Sinne heißt eigentlich Erholungsurlaub. Und die Erholung ist auch schon der Schlüssel zur Antwort auf diese Frage. Nach § 8 Bundesurlaubsgesetz ist während des Mindesturlaubs jede dem Urlaubszweck, also der Erholung, widersprechende Erwerbstätigkeit verboten. Das bedeutet, dass je nach Beruf nicht jeder Nebenjob ausgeschlossen ist. Ein Maurer kann sich nicht erholen, wenn er im Urlaub auf dem Bau arbeitet. Vielleicht aber, wenn er stundenweise als Museumsführer jobbt. Und ein Büromensch wird bei einem Nebenjob am Computer im Urlaub sicher nicht abschalten. Nach zwei Wochen als Skilehrer wird er dafür vielleicht bestens erholt an den Schreibtisch zurückkehren. Denn auch im Nebenjob gilt, Holt hat recht. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.